Freunde, heute ist ein Duft hier on air. Boah, das ist er, der Blue Cheeseburger. Wie wir den gemacht haben und ob er am Ende schmeckt, einfach dranbleiben. Grill 5-0. Für unseren Burger haben wir hier drei wunderbare Lamm-Patties aus eigener Herstellung vorbereitet. Wenn Lamm nicht so euer Ding ist, könnt ihr auch gerne auf Rinder-Patties zurückgreifen. Wir haben hier Bacon am Start, das ist natürlich ganz klar für einen Burger. Und der Namensgeber, der Blue Cheese, also der Blauschimmelkäse, den haben wir hier schon mal auf dem Teller vorbereitet. Wir nehmen übrigens keinen Gorgonzola, sondern haben uns einen richtig, richtig tollen Blue Stilton aus England organisiert. Die weiteren Zutaten hier in Kurzform. Wir haben Burger Buns vom Edeka, wir haben Birne, gehackte Walnüsse, Ahornsirup, wir würzen mit Salz und Pfeffer, wir haben eine milde Barbecue-Soße, das Alibi-Salatblatt und wir haben gute Butter heute am Start. Als Öl zum Anbraten nutzen wir heute das gute, kaltgepresste Sonnenblumenöl von unserem Partner, der Ölmühle Willi Weißes Erben, hier gleich in der Nachbarschaft. Checkt mal deren Online-Shop aus, dort könnt ihr viele, viele gute Öle euch nach Hause senden lassen. Als erstes rüsten wir mal den Broil King um, das geht ruckzuck. Wir nehmen hier zwei Roste raus. Und setzen dafür die Plancha von Santos ein. Auf die Plancha geben wir gleich mal etwas vom guten Sonnenblumenöl. Und wir starten gleich mal mit dem Bacon. So, den Bacon noch etwas verteilen. Das sieht schon gut aus und duftet hervorragend. Der Bacon ist soweit, der kann jetzt hier runter von der Plancha. Nochmal etwas Öl hier drauf. Und dann geht's los mit den Lamm-Patties. Und die Nummer 3. Ja. Oh, danke. Das hätte ich beinahe vergessen. Die Patties sind noch nicht gewürzt, also müssen wir hier jede Seite noch etwas salzen. Zeitsprung. Wir haben die Patties im gefrorenen Zustand draufgegeben. Deswegen haben wir sie jetzt 8 Minuten von der ersten Seite anbrutzeln lassen. Jetzt wird es Zeit, die Patties mal zu drehen. Ja, das ist schön knusprig schon geworden. Und die Nummer 3 noch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und was haben wir wieder vergessen? Ach, salzen. Richtig, danke. Salzen. Auch die zweite Seite kriegt noch etwas Salz ab. So. Danke. Und wieder Zeitsprung, die zweite Seite hatte jetzt 5 Minuten Zeit. Zack, nochmal kurz wenden. Und jetzt wird es Zeit für den Käse. Boah. Und hoch mit den Patties, damit sie mit etwas Oberhitze schön überbacken können, beziehungsweise der Blue Stilton schön schmelzen kann. In der Zwischenzeit nutzen wir gleich mal die heiße Plancha und geben jetzt etwas von der guten Butter mit drauf. Eine schöne Flocke. Und dann legen wir mal die Birnenscheiben in die Butter. Dann geben wir auch schon ein paar gehackte Nüsse mit hinzu. Für 3 Burger. Ja, das passt.
So, dann schon mal etwas vom Ahornsirup drüber, damit das Ganze schön karamellisieren kann. Das Ganze braucht auch nicht allzu lange. Wir wollen noch Biss, also die Birne soll jetzt nicht matschig sein. Kurz mal umdrehen, von der anderen Seite noch mal ein bisschen anrösten. So, die Nüsse auch noch mal etwas durchschwenken. So, schaut das schon ganz gut aus. Das reicht schon nach ein, zwei Minütchen, die die Birnen hier karamellisieren konnten. Nehmen wir sie mal sicherheitshalber wieder runter. So, die Nüsse noch mit. So, das stellen wir mal beiseite. Und jetzt den Deckel runter. Wir haben hier den Bräuking schön aufgeheizt, damit der Käse jetzt nochmal mit Oberhitze schön schmelzen kann. Dann schauen wir mal, wie jetzt unser Zauberwerk hier ausschaut. Oh, das kann sich sehen lassen. So, die Buns haben wir noch etwas angeknuspert, wie es sich gehört. Dann wollen wir mal starten mit dem Zusammenbau. Unten etwas von unserer Soße. Wie gesagt, eine neutrale Barbecue-Soße. Die sollte nicht zu stark im Geschmack sein, denn heute spielt ja der Blue Cheese eine Hauptrolle. So, was haben wir dann gedacht? Als nächstes machen wir das Salatblatt. Hier, dieses sieht da schön aus. Knack. So geht es immer am besten. Und dann würde ich schon hier von dieser Birne, wo habe ich hier, genau so passt das. So, und von den Nüssen etwas mit drauf, das schaut gut aus. Dann holen wir uns schon mal so einen Patty mit Käse überbacken vom Bräulking. Oh, Leute, geil. Kamerafrau, das duftet bis zu dir, oder? Genial, genial, genial. Gut, so, Deckel wieder drauf. Haben wir noch was vergessen? Was fehlt jetzt noch? Salatblatt haben wir, das haben wir noch. Etwas Pfeffer würde ich drauf machen. So, grober Pfeffer kommt immer gut. Und last but not least suchen wir uns noch hier so einen Baconstreifen raus. Wollen wir zwei? Zwei, das wollen wir klar. Dann halt noch einen zweiten drüber. Ja, vom Feinsten. Vom Feinsten. Voilà. So, dann wollen wir den mal verkosten. Oh, das sieht herrlich aus. Zack. Zack. Und dann schneiden wir den mal an. Ja, das ist noch schön saftig. So wollten wir das haben. Der Käse schmilzt hier raus. Die Birne hier unten. Jetzt bin ich gespannt. Na dann, auf euch. Oh mein Gott, Daumen hoch, das war wieder mal richtig mega lecker. Zugegeben, wir haben das Rad heute nicht neu erfunden. Der Blue Cheese Burger ist schon länger eine richtig geile Nummer. Besonders wenn man so edle Zutaten verwendet, wie wir heute diesen Blue Stilton in dieser Qualität. Oh ja, das war richtig mega, der hat super zu dem Lamm gepasst. Wer Lamm nicht so mag, ich habe es eingangs schon gesagt, der kann natürlich auch einen Rinderpatty verwenden. Das wird genauso gut zusammenpassen. Abgerundet haben wir das Ganze mit der Birne, dann noch die Nüsse und das Ganze karamellisiert mit etwas Ahornsirup. Ah, diese Süße war ein richtiger Gegenpart zu dem herzhaften Käse heute. Wir machen uns diesen Burger relativ oft und er ist immer wieder geil. Auf alle Fälle, wer den noch nicht gemacht hat, Blue Cheese Burger unbedingt mal nachmachen. Das ist ein Muss. Das soll es für heute gewesen sein. Der eine oder andere lässt jetzt noch einen netten Kommentar da. Über Abo und Daumen hoch freuen wir uns wie immer riesig. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Euer Cowboy von Grill 5.0.